Mit freundlicher Unterstützung durch die Handelsvertretung Jörg Lehmann in Halle. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fronnenberger Boulevard. 4 Wochen haben wir Pause gemacht und ich hoffe, wir haben nichts verlernt. Die Hunde bellen nach wie vor im Hintergrund, die Vögel zwitschern und ich denke, das ist ja das gewohnte Ambiente, was wir hier in der Fronnenberger Wohnzimmershow, sag ich mal, zu bieten haben. Ja, was habe ich als erstes mitgebracht? Natürlich das Wetter von heute Morgen 10 Uhr aus Fronnenberg. So golden wie der Oktober sein sollte und der es nicht war, war ja der November und auch heute wieder strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein paar Schäfchenwolken bei einer Temperatur von 8 Grad. Aber man sieht den Unterschied zum letzten Wetterbericht. Also jetzt ist mittlerweile auf der Birke und auf vielen anderen Bäumen sind die Blätter alle runter und es sieht ein bisschen kahler aus. Das heißt, wir haben freiere Sicht hier zu den Nachbarn. Das ist ja auch mal ganz interessant. Die Winterzeit beginnt. So, und wie man sieht, hat sich ansonsten auch nicht allzu viel geändert. Ich habe wieder eine Co-Moderatorin, wie immer oder wie meistens, meine kleine April, die ja immer, wenn ich hier vorsitze, grundsätzlich auch sagt, sie will auch mit ins Bild. Naja, soll sie haben, kein Problem. Das beliebteste Bild bei Facebook war übrigens gestern das, was wir jetzt nochmal sehen. Ja, was man mit kleinen Dingen oft für große Freuden machen kann. Und die Frage, ob das denn nun eine Damentoilette gewesen ist, die kann ich nun beantworten. April, war das eine Damentoilette? Die sagt da gar nichts mehr zu. Also wenn da ein Baum steht auf der Wiese, dann war das ganz sicher keine Damentoilette. Wir kommen zum intellektuellen Teil des Fronnenberg Boulevards von Mittwoch, 30. November, wo Chansons auf Udo Lindenberg treffen. Ja, Kultur für uns hat ein neues Programm eingeladen für das kommende Jahr mit jiddischer Musik, mit Geigen, mit Chansons und unter anderem eben dann auch von Udo Lindenberg. Und weiter kulturell, die Kirche in Delwig sucht Schauspieler. Also jeder, der meint, schauspielerisches Talent zu haben oder mal auf die Bühne gehen zu müssen, ist herzlich eingeladen. Und zwar Nachwuchsschauspieler von in jedem Alter, also von 5 Jahren angefangen bis 90. Also nach oben ist eigentlich gar keine Grenze gesetzt, weil dieses Theaterstück sämtliche Generationen beinhaltet. Wer da Interesse hat, der kann sich hier bei uns melden oder beim Hellweger Anzeiger oder direkt bei der Kirchengemeinde in Delwig. Mein besonderer Tipp, wenn man mal etwas Besonderes oder was besonders Gesundes zaubern will, man nehme eine Sellerieknolle, schäle die und raspel sie dann wie ein Carpaccio und belege das Ganze mit Postelein. Oder man kann auch, wenn man kein Postelein hat, kann man Rucola nehmen oder aber auch Feldsalat. Und das Ganze begießt man dann mit einer Vinaigrette, die angereichert wird mit Mandarinenstückchen. Also das Ganze ist sehr delikat und man kann das auch optisch wunderbar herrichten. Den Himbeeressig habe ich übrigens selbst gezaubert, aus den Himbeeren im Garten. Das war der musikalische Teil hier im Fronnenberger Boulevard und ich grüße alle, die heute was zu feiern haben. Wie jeden Tag bei Facebook waren es bei mir heute wieder 15 Geburtstagskinder. Also wenn ihr heute Geburtstag feiert oder was Sonstiges zu begehen habt, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, Bronzene Hochzeit gibt es glaube ich gar nicht. Von dieser Stelle alles Liebe, alles Gute und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beim Fronnenberger Boulevard, die Wohnzimmershow aus Fronnenberg und sage bis zum nächsten Mal in alter Frische. Lollipop, lollipop, oh, la 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 la